Hallo, herzlich willkommen zum ersten ÖKZ-Talk. Mein Name ist Christian Freisleben. Ich bin schon seit vielen, vielen Jahren freiberuflicher Mitarbeiter von der ÖKZ und arbeite auch als Berater, als Referent und als Journalist und bin auch ein Kollege von meinem Gesprächspartner hier an der FH St. Pölten und darf dich bitten, dass du dich vorstellst. Ja, guten Tag. Also mein Name ist Peter Kieseberg. Ich bin Dozent für Privacy an der Fachhochschule St. Pölten und ich beschäftige mich sehr gerne oder zu einem guten Teil mit Datenschutz, Privacy und auch ein bisschen der neuen Datenschutzgrundverordnung, speziell im technischen Bereich. Ich bin kein Jurist, kann ich gleich dazu sagen. Gut, wunderbar. Wir haben in der Medizin und in der Pflege momentan folgendes Phänomen, dass es aufgrund der technischen Möglichkeiten zu einem weiteren Anstieg an Daten gibt, die so auf mich als Mediziner, als Pflegekraft, als Medizinerin heranströmen. Wie siehst du diese Entwicklung an sehr stark zunehmenden Datenströmen, mit denen ich so konfrontiert bin in diesem Beruf? Also grundsätzlich muss ich sagen, dass ich das natürlich sehr positiv finde, dass Daten genutzt werden, um in der medizinischen Diagnose besser diagnostizieren zu können, schneller diagnostizieren zu können und auch da vermehrt natürlich einfach moderne Techniken zum Einsatz kommen können. Ich sehe natürlich auch Herausforderungen und zwar nicht nur von, weil ich ja gesagt habe schon, dass ich aus dem Bereich Privacy komme, sondern natürlich auch in der Belastung, in der Fähigkeit der Leute, mit diesen neuen Daten umgehen zu können. Also ich glaube sehr wohl, dass es in Zukunft für Medizinerinnen und Medizinern sehr viel neue Unterstützung da geben wird aus medizinischen, zum Beispiel aus Bildverarbeitungsprogrammen, aber auch in der Unterstützung der Interpretation von Daten, beispielsweise Erkennung von Tumoren, Einschätzung, Gutartigkeit, Bösartigkeit von Karzinogen im Gewebe und so weiter. Also ich glaube, dass das schon sehr viel neue Möglichkeiten da sind, dass man aber halt auch nicht unterschätzen darf, dass das neue Fähigkeiten bei den im Bereich der Medizin erfordert und natürlich auch im Endeffekt neue Herausforderungen da sind. Also Herausforderungen im Bereich natürlich, dass eine gewisse Abhängigkeit von diesen Techniken geschaffen werden könnte oder dass man aufpassen muss, dass da keine entsteht. Und natürlich auch im Endeffekt, dass diese Datenflut eine Zusatzbelastung für die handelnden Akteurinnen und Akteure natürlich darstellen kann. Ich glaube schon, dass dieser Doctor-in-the-Loop-Ansatz zum Beispiel im Medizinischen, also dass man im Endeffekt eine Entscheidungsengine hat, die versucht zu entscheiden, diese Entscheidung dann dem Mediziner mitteilt. Der Mediziner hat natürlich das letzte Recht, das letzte Wort, der overruled alles. Und dieses Overruling oder diese Entscheidung wird dann wieder zurückgefüttert in die Machine Learning-Komponente, dass das sehr große Zukunft hat natürlich, ja, und da das Beste aus beiden Welten vielleicht kombinieren kann. Ich glaube dass aber auch, dass es für die Akzeptanz einer Entscheidung durch Patienten wesentlich ist, dass das letzte Wort am Ende des Tages natürlich ein Mensch hat. Ich glaube, dass diese menschliche Komponente etwas ganz was Wichtiges ist, das man auch nicht wegdenken kann und auch nicht akzeptabel entfernen kann, dass es etwas ist, das auch immer sein wird, immer bleiben wird. Okay. Ja. Wie können wir jetzt von dem Gesagten ausgehend den Begriff Data Literacy für den Bereich Medizin, Pflege bzw. auch medizintechnische Dienste definieren? Also ich würde sagen, dass es hier sehr stark darum geht, Daten aus den verschiedensten Quellen heranzuziehen, aber informiert heranzuziehen. Dass man sagt, man weiß auch, wie gut diese Daten sind, man hat eine Ahnung von den Daten. Weil was ganz gefährlich ist, ist, dass ich den Daten einfach blind vertraue, weil die Maschine sagt das. Und Data Literacy für mich zumindest bedeutet, dass man ein intelligenter Umgang mit diesen großen Datenmengen aus verschiedenen Quellen, aber auch diese zu hinterfragen, wenn sie mit der eigenen Erfahrung nicht übereinstimmen. Für mich persönlich, aber das ist natürlich aus dem Security-Privacy-Bereich, kommen wahrscheinlich nicht unüblich oder nicht überraschend, gehört dazu natürlich auch, Themen wie Privacy, Datenschutz, Datensicherheit halt mit zu bedenken. Dass im Endeffekt große Mengen medizinischer Daten natürlich auch ein Datenschutzproblem sein können und dass ich natürlich, wenn ich mit Daten hantiere, auch um die Sicherheit dieser Daten Sorge tragen habe. Also dass ich nicht einfach die Daten herumkugeln lasse, wenn ich das salopp formulieren darf, oder am USB-Stick mal quer durchs Spital schieß, sondern dass das natürlich in gewisser Weise einfach sensible Daten sind. Und dass mir das als handelnde Person dann auch klar sein muss, dass das jetzt Daten von Lebenden, also aus der
Pathologie vielleicht, aber gut, das ist wieder was anderes, aber grundsätzlich von lebenden Personen sind und dass ich hier im Endeffekt auch entsprechend agieren muss. Gerade dieses Thema Datenschutz, Privacy ist natürlich, soweit ich habe öfters mit Medizinern zu tun, Medizinerinnen zu tun, das ist denen durchaus bewusst und ich glaube, dass das auch etwas ist, wo an sich schon daran gedacht wird. Was, glaube ich, noch ein bisschen fremder ist, ist, dass selbst wenn ich sogenannte pseudonymisierte Daten habe, also Daten, wo persönliche Identifier wie Namen von Sozialversicherungsnummer weg sind, dass selbst die auch noch sehr stark und sehr problematisch sein können, weil man selbst aus diesen pseudonymisierten Daten relativ leicht oft wieder auf die originalen Nutzer zurückschließen kann. Das ist grundsätzlich, aber grundsätzlich glaube ich, dass da natürlich vor allem durch viele Regularien und viele Regelungen da schon auch ein gewisses Bedürfnis da ist. Was, glaube ich, noch ein wesentliches Thema ist, ist natürlich solche Themen wie Transparenz der Datenverarbeitung, Consent, vor allem wenn ich jetzt im medizinischen Bereich bin, dass ich im Endeffekt nach der Datenschutzgrundverordnung auch einfach gewisse Zustimmungsrechte habe oder Zustimmungspflichten habe. Also sprich, ein Nutzer, ein Patient kann grundsätzlich an sich schon zustimmen, ob seine Daten im Rahmen einer Datenverarbeitung verarbeitet werden sollen und auch Löschpflichten habe. Ja. Das ist, glaube ich, etwas, wo es derzeit noch, gerade im medizinischen Bereich, vielleicht meiner Einschätzung nach noch, sage ich mal, ein bisschen auch Aufklärungspotenzial gibt. Ja. Aber das heißt, das ganze Data Literacy muss eigentlich ein strategisches, ein institutionelles Thema sein, weil das kann ich als Einzelperson ja gar nicht stemmen, also als Pflegekraft, als Mediziner, als MTD. Das heißt, es bräuchte eigentlich für sowohl für eine Ordination als auch für ein Zentrum im extramuralen Bereich als auch für ein Spital eine Data Literacy Strategie und Überlegungen, wie das auch umgesetzt werden kann, sowohl im Hinsicht auf Fortbildung und auch auf die Umsetzung, oder? Ja, und das muss man auch gleich bedenken, dass das eigentlich auch durch die Datenschutzgrundverordnung bereits in gewisser Weise auch verlangt wird. Sobald ich mit sensiblen personenbezogenen Daten hantiere, muss ich eigentlich so etwas wie eine Strategie haben. Ich muss eine Risikoanalyse haben über alle Daten, die über alle personenbezogenen sensiblen Daten, mit denen ich hantiere, was mit dem passieren könnte, wie ich die abzusichern habe. Also das ist eigentlich auch etwas, was die Datenschutzgrundverordnung sehr stark erfordert. Ich sehe auch in dem Hinblick natürlich auch für viele Mediziner immer die Frage der Akzeptanz von datengetriebenen Verfahren, weil natürlich in gewisser Weise hier eine gewisse Zusatzbelastung einfach für sie kommt, für die sie oft nicht wirklich vielleicht ausgebildet wurden. Also aber ja, also als einzelner Arzt in einem Spitalsbetrieb wird man nicht alleine nicht der sein, der sich über Data Literacy und vor allem dann Data Privacy Protection sowas kümmern kann, sondern das muss wirklich eine gesamtheitliche Strategie sein. Ist aber auch eigentlich etwas, was nach Datenschutzgrundverordnung eigentlich auch passieren müsste oder sollte. Ja, in dem Text in der ÖKZ geht es auch ganz stark darum, um die nötigen Veränderungen in der Aus- und Weiterbildung von Menschen als Gesundheitsdienstleister, Dienstleisterinnen. Das heißt, damit ich solche Konzepte überhaupt entwickeln und umsetzen kann, müsste ich eigentlich im Rahmen meiner Aus- und Weiterbildung irgendwann was über diese Themen hören und vielleicht auch im Sinn von Data-Simulationen, wie es ihr auch manchmal macht, auch Situationen zum Beispiel üben, wie gehe ich jetzt damit um, wenn ich merke, dass irgendwann ein Datenleck sozusagen ist. Ja, das ist natürlich etwas, also grundsätzlich muss dieses ganze Thema Awareness gerade im Bereich Privacy-Datenschutz einfach von oben weggelebt werden. Das ist eine häufige Gefahr bei diesen Themen ist, dass auf der einen Seite sehr von oben kommend, und ich sage jetzt nicht, dass ich das im medizinischen Bereich schon gesehen hätte, aber in anderen Bereichen durchaus sehr viel verlangt wird, also dass eben gewisse Ergebnisse geliefert werden, aber gleichzeitig sollen alle dann auf Datenschutz schauen. Es muss einfach klar sein, Datenschutz kann in gewisser Form natürlich auch manchmal behindernd wirken. Ich sage nicht, dass es immer tut, aber manchmal kann es natürlich so sein. Und das muss natürlich dann entsprechend akkordiert sein, auch mit den Zielvorgaben. Ich kann nicht Zielvorgaben, ganz brutal gesagt, ich kann nicht Zielvorgabe geben, seien Sie in einer Stunde mit dem Auto von Wien in Salzburg und gleichzeitig verlangen, dass Sie sich an die Geschwindigkeitsbegrenzung halten. Das geht halt nicht. Also hier gibt es manchmal widersprüchliche Ziele und das muss halt auch von oben dann ganz klar definiert werden, dass was hier Vorrang hat. Ja. Da kann man auch wenigstens, ich glaube, dass man auch ein bisschen unterscheiden muss, natürlich jetzt zwischen medizinischer Forschung und dem Nutzen von Daten im Akut, also in der aktuellen Diagnose. Das sind einfach unterschiedliche, sage ich mal, Stresslevel und unterschiedliche, Prioritäten sicher dann am Werk. Ja.
wir arbeiten hauptsächlich derzeit mit Leuten im Bereich der medizinischen Forschung. Hier ist natürlich, sage ich mal, hier geht es nicht unmittelbar um Leib und Leben von Personen. Hier kann auch, sage ich mal, sicher etwas ein bisschen länger dauern, damit halt entsprechend Privacy Preserving gearbeitet wird. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass gerade hier sehr starke Zustimmungen oder sehr starke Patientenberechte berührt werden, die natürlich entsprechend Zustimmung verlangen. Und was wir da halt schon gesehen haben in Forschungsvorhaben, ist zwar, dass dieses ganze Thema Zustimmung an sich in den Köpfen drinnen ist. Das ist nicht das Thema. Was noch ein bisschen fehlt, sind Mechanismen, um Daten auch zum Beispiel wieder zu löschen. Das ist etwas, was also nach Datenschutzgrundverordnung können Zustimmung auch wieder zurückgezogen werden, und zwar jederzeit eigentlich. Und das ist etwas, wo man sich auch ein bisschen überlegen muss, wenn ich hier tolle Modelle baue und hier große Datensammlungen habe, was mache ich, wenn ich die Daten wieder rausbekommen muss? Beziehungsweise muss ich auch in der Lage sein, einem Data Owner, einem Patienten, Auskunft zu geben, wofür die Daten verwendet werden. Also man braucht hier einfach gewisse Sorgfalt, dieses einfach drauf los tun. Also ich glaube, was der wirkliche Unterschied jetzt ist, ist diese Taktik, ich sammle mal alles, was ich kriegen kann und dann schaue mal, was ich damit machen kann. Das geht halt nicht so auf die Art und Weise. Oder sagen wir, hat schon gewisse Einschränkungen. Hier gibt es natürlich gewisse Ausnahmeregelungen für die Forschung, natürlich, die zu berücksichtigen sind. Aber dennoch, grob gesprochen, muss man sich hier ein bisschen, vielleicht manchmal ein bisschen sorgfältiger vorgehen. Wenn wir dann über Doctor-in-the-Loop-Systeme reden, die halt wirklich im Einsatz sein sollen, wo ich wirklich dann das System habe, das mich unterstützt, zum Beispiel die Karzinogenität oder die Klassifizierung, zum Beispiel einen Tumor zu klassifizieren, da habe ich natürlich sicher dann andere Thematiken. Ja, aber auch hier im Endeffekt habe ich große Datenmengen und gerade bei selbstlernenden Systemen, ja, es sind natürlich viele andere Fragen, die jetzt auf einmal neu sind. Haftungsfragen, das System falsch entscheidet und solchen Themen natürlich, da muss ich aber fairerweise sagen, bin ich die falsche Person, da ich nicht Jurist bin. Ja. Gut, allerletzte Frage, so drei ganz wichtige Punkte in aller Kürze, die jetzt von der österreichischen Gesundheitspolitik in Bezug auf Förderung von Data Literacy bei Gesundheitsdienstleister, Leisterinnen notwendig wären aus deiner Sicht. Also im Sinn von Förderung jetzt, also ich glaube, dass mal ganz wichtig die Bewusstseinsbildung ist. Mhm. Bewusstseinsbildung für die Sensibilität von Daten, wobei ich glaube, dass da eigentlich das medizinische Personal, also ich glaube überhaupt, dass das Gesundheitswesen im Bereich Privacy sehr, sehr weit ist, verglichen mit eigentlich allen anderen Bereichen, die ich kenne, ja, weil das immer schon klar war, dass das problematische Daten sind. Aber trotzdem wäre das natürlich eine Sache. Ich glaube, dass auch eine Unterstützung in dem ganzen Bereich der Ausbildung von notwendig wird, dass Mediziner vielleicht auch hier einfach im Endeffekt eine Ausbildung bekommen, wie sie mit Datenmengen umgehen, also so wie sie jetzt halt auch eigentlich anderen Dingen lernen, Autonomie und so weiter, dass das hier im Endeffekt sehr stark ausgebildet wird, mit Daten zu hantieren. Und damit meine ich nicht, dass das Machine Learning Experten werden sollen. Ja? Darum geht es nicht. Es geht darum, dass man im Endeffekt einfach dieser ganzen Thematik nicht alleingelassen wird und dass es zum ersten Mal irgendwo in der Wildnis sieht, sondern dass man das im Endeffekt halt wirklich Grundbegriffe da sind und vor allem das Handling von großen Datenmengen oder das Handling von Doctor-in-the-Loop-Systemen und solchen Dingen. Und als drittes, natürlich wäre im Endeffekt wichtig, auch hier im Endeffekt in dem Bereich weiter zu forschen, auch im Bereich Privacy, Aware Machine Learning. Ich sage, was derzeit tut man viel im Bereich Machine Learning mit wirklich sensiblen Daten und manchmal ist es gar nicht notwendig. Wenn ich zum Beispiel Trendanalysen mache, dann brauche ich oft Daten gar nicht so genau. Also, und da stehen wir noch derzeit sehr stark am Anfang. Wie können wir wirklich, auf der einen Seite haben wir das Problem, dass zum Beispiel also anonymisierte Daten, echt anonymisierte Daten, nicht pseudonymisierte, sondern echt anonymisierte Daten, halt oft wirklich sehr viel schlechtere Ergebnisse im Forschungsbereich liefern, als wenn ich mit den Echtdaten rechne. Und jetzt ist natürlich im Endeffekt da noch ein sehr großer Forschungsbedarf einfach da in meinen Augen, wo man im Endeffekt noch Forschung betreiben muss. Wie kann ich möglichst gut forschen auf medizinischen Daten und gleichzeitig möglichst stark die Privatsphäre der Personen schützen. Das ist für mich, wenn es so drei Wünsche. Gut, dann sage ich dir ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch und alles Gute. Ich bedanke mich für die Gelegenheit und wünsche auch noch viel Erfolg und viel Spaß. Dankeschön.